meine lieben Freunde, und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen hier eine weitere Folge von Tom Oil. Ja, Tom Oil, die Season 2. Und wir haben ja in der letzten Folge ordentlich Geld ausgegeben für den blöden Drill. Wir holen uns jetzt mal ein Stück Land in der Wüste. Und die Wüste ist noch total unentdeckt. Hier in der Nähe des der Insel, des Turms, wollte ich gerade sagen. Ist ja kein Ölbohrturm, ist ja ein Leuchtturm. Leuchtturm ist das richtige Wort. Jawohl. Ja, das haben wir schon gekauft. Ja, ja, die haben wir ja sogar schon. Ach, 20.000 für einen Diamanten. Krass. Ja, wir müssen leider jetzt erstmal graben gehen. Ich dachte jetzt, ein bisschen leiser. Ich mag diese Anfangsmusik. Dass das Menü, ist aber nicht bei dem Spiel jetzt das Einzige, sondern mit vielen Spielen das Menü immer so extrem laut ist, finde ich immer so, ich weiß nicht, warum das so sein muss. Dass sich das in den Menüs immer nicht mit anpasst, so wie man das einstellt. Das ist immer sehr ärgerlich an der Stelle. Ja, die muss die mal unbedingt schneller machen. Die sind ja sowas von langsam. Dann setze ich ein Hirn und die laufen erstmal über Kreuz. Ja, ich weiß, dass ich jetzt die Felsen bohren kann. Da habe ich mir schließlich teuer erkauft. Sauber, und dann nicht mal so ein kleines, sondern gleich ein großes. Gucken, ob das ein Fehler war, den jetzt gleich aufzudrillen. Ja, hier wartet. Warte. Also abzugraden. Ah, guck mal, der kann hier gut mitnehmen. Dann kann ich mir hoffentlich davon gleich das zweite Pferdchen holen. Mir überlegen, ob es nicht besser wäre gewesen, gleich das zweite Pferdchen zu holen. Naja, ist ja in Ordnung. Ist ja alles gut gegangen. Auch so, dass der hier halb voll losfährt, das ist natürlich nicht so gut. Ich mag das am Ölbohren. Finde ich ziemlich entspannt, um ehrlich zu sein. Was ja der Grund, warum ich mir mitgeholt habe, weil ich das als sehr entspannt. Noch ein großes. Ja, ich glaube, wir haben hier Glück. Dann holen wir uns noch ein Pferdchen und bauen hier zwischendrin hier und sagen, nein, nichts mehr verkaufen. Wir machen den eine Runde. Wir müssen den Mantel noch mehr größer machen. Ich will den ja eigentlich gerne upgraden, habe aber dann jetzt das Problem, dass es, glaube ich, zu schnell gefördert wird, oder? Was sagt ihr? Ich glaube, der hier wird auch bald den Geist aufgeben. Ah, ich möchte ja gern eigentlich noch einen Sucher schon mal starten. Aber wir haben eh so wenig Geld gerade. Guck mal, der Preis ist echt lächerlich niedrig. Oh, unser Silo ist fast voll. Okay, wir müssen leider verkaufen. Mindestens eine Fuhre mal. Hier ist schon alle. Wir brauchen mindestens ein zweites Silo. Obwohl, da hier kein Öl mehr kommt, glaube ich, wir können uns das mal sparen. Wir hoffen, dass wir mit den Wagen noch rauskommen werden. Okay, hier steigt der Preis schon wieder. Das ist schon mal sehr gut. Zeit, dass der Preis steigt, weil wir sind ganz schön am Arsch. Und die ist doch kleiner gewesen, als ich gedacht habe, muss ich zugeben. Ich glaube, der hier ist deutlich größer. Aber vielleicht können wir von hier aus ja noch so in andere Richtung bohren. Ah, ich glaube, ich muss noch ein zweites Pferdchen holen.
oder echt was verticken. Vielleicht steigt der Preis hier auch schnell genug. Hier drüben steigt der auch relativ flott. Na, mal gucken. Ich glaube, ein weiteres Pferd wird leider notwendig sein. Schon mal ganz gut. Ich gucke, wie lange ich dieses Spiel jetzt ja noch hier treiben kann. Momentan bin ich wie so ein Investmentbanker. Ein Spekulant. Spekulant ist das richtige Wort. Ja, ein Spekulant. Ich bin hier noch nicht sicher, auf welcher Seite ich das tatsächlich verkaufen soll. Weil der steigt hier so rasend schnell. Ich glaube, der überholt den anderen gleich ganz, ganz schnell. Der Eier macht jetzt nur ein bisschen Verkauf. Ich glaube, wir gehen auf beide. Ja. Jetzt geht's weiter. Und schneller konnten wir sie auch noch machen. Okay, der Preis ist hier eindeutig deutlich höher. 7 Cent, 8 Cent, 9 Cent. 10 Cent pro Liter, oder mehr, 11 Cent, weil er hier schon wieder runter geht. Oh ja, sehe ich gerade. Ich glaube, hier lohnt sich tatsächlich ein neuer Ton mehr. Jetzt fällt der Preis wieder unglaublich. Die sind noch recht teuer und dass wir uns die Gegend hier mit Maulwürfeln freischaufeln, um zu sehen, was da überhaupt ist. Ah, schon wieder unter 1,80. Sehr ärgerlich an der Stelle. Sehr, sehr ärgerlich. Machen wir eine gerade Anzahl. Oh, hier soll noch irgendwo was sein. Die Frage ist, wo? So, machen wir mal drei Maulwürfe. Gucken wir mal, in welcher Höhe das Ganze sein soll. Damit wir wenigstens einen Anhaltspunkt haben. Ich versuche jetzt tatsächlich ein bisschen Geld zu sparen. Oh, hier soll gleich ein bisschen mehr sein. Oh, ist das ein Fels oder ist das ein Diamant? Hier ein Fels. Oh, das sind Felsen. Das ist gar nicht gut. Schon voll, das ist so krass. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem hier. Hier soll da richtig viel sein, wenn ich das sehe. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Drill. Machen wir mal so. Ja, ich habe es gefunden. Einen davon zumindest. Und ich
Maulwürfe konnten mir leider in dem Fall nicht helfen. Scheiße, das gibt's bestimmt. Wie ging's doch gerade? Scheiße, ich muss verkaufen. Oh, das wird teuer, das wird teuer. Ich kann's nicht stoppen. Aber warum konnte ich den denn hier zwischendurch mal hier reinpacken und dann doch nicht? Wenn ich schnell mache hier? Eben ging's. Verdammte Scheiße. Oh Gott, das wird richtig teuer. Das wird eine Strafzahlung, wie wir sie noch nie hatten. Ah, da ist es. Wie viel hier weggepumpt wird, interessanterweise. Ja, die Strafzahlung wird uns das Genick brechen. Dass unser ganzer Gewinn wird darauf hinauslaufen, dass das genau deswegen weg sein wird. So eine Scheiße. Und jetzt geht der Preis schon wieder runter. Ach, warum denn das? Nächstes hat tatsächlich noch ganz, steigt er sogar ganz, ganz wenig. Ah ja, $1 immerhin. Jeden, der auch mal so ein bisschen gerne nach Öl bohren möchte, so wie ich das mache, ein bisschen fördern und verkaufen, das macht wirklich Spaß. Das ist ein entspanntes Spiel, muss man dazu sagen. Trotz der kleinen Hindernisse, wie wir eben gerade hatten. Verdammt. Es lohnt sich. Turmeule ist ein gutes Spiel, gut investiertes Geld. Und es gibt die ab und zu ja immer wieder Steam Sales, so Summer Sales und sowas. Und dann gibt es oft 50% drauf und dann kostet es, glaube ich, 5 Euro oder sowas. Kann man machen für das Spiel. Ist okay. Man gibt doch echt Geld für andere beschissenere Sachen aus. Und das Spiel ist cool. Das kann man immer wieder spielen. Macht dann auch tatsächlich wieder mehr Spaß, als man denkt. Denn jede Karte ist ja im Grunde anders. Es wird ja zufällig generiert, die Karte. Oh, da war ein Diamant. Knapp dran vorbei. 7000. Na gut, das ist nicht mehr viel von unserem Gewinn übrig geblieben, wenn man das hier drauf addiert. Naja. Oh, mit 10.000 ist hier doch relativ dicht angekommen, ne? Oh, und die hat richtig Asche. Die haben richtig Asche. Ja, und die Diamanten können wir sowieso noch nicht fördern. No way, no way. Na gut, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich hoffe, es hat, und wenn ja, wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, dann macht doch mal einen Daumen nach oben und dann hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen oder bei einer weiteren Folge hier von Turmoil. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.